grüßen wir unsere Gäste aus Schwenningen und gratulieren erstmal zum verdienten Sieg heute Abend. Und dementsprechend natürlich auch unser Gästetrainer das erste Wort. Jürgen Kurz. Einen schönen Abend. Bei erstmal muss ich sagen, es ist wirklich eine schöne Halle hier geworden. Macht Spaß, hierher zu kommen, hier zu spielen. Unabhängig jetzt vom Ergebnis natürlich, aber wir sind sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft heute. Wir haben sehr konzentriert gespielt von Anfang an, haben wirklich auch Bremerhaven wenig gegeben. Und ich denke, das Einzige war im zweiten Drittel ein bisschen durch die vielen Strafen. Haben wir aber sehr gut dann überstanden, haben sehr gut gearbeitet mit dem Penalty-Killing. Und auch der Torwart hat heute Shootout zum Einstand und natürlich super Sache für ihn. Auch unser Neuzugang, der Pierre-Luc Sletscher, hat gleich die ersten drei Tore geschossen. Also ich glaube auch für den super Einstand und war natürlich auch gut für uns, weil wir haben uns ja in der Vergangenheit ein bisschen schwer getan im Tore schießen. Und von dem her, zum einen haben wir heute, glaube ich, verdient gewonnen, souverän gewonnen. Und ja, vor allem wir haben zu Null gespielt, das ist immer positiv. Und jetzt gilt es für uns, dass wir dann schnell, hoffentlich viel Verkehr nach Hause kommen, damit wir am Sonntag das schwere Spiel zu Hause gegen Weißwasser auch wieder gut bestreiten können. Danke. Okay, Jürgen, gibt es Fragen an unseren Gästetrainer? Okay, die Presse ist platt. Dann gebe ich gleich weiter an Gunnar. Ja, es ist nicht so viel so umjammern. Die mit den zwei schnellen Toren in Anfang, wo man sagen war ein bisschen so lala. Aber dann muss man sagen, ab der Zeitpunkt hat die Schwenningen die Sicherheit gekriegt und hat uns eigentlich dann mehr oder weniger beherrscht. Aber das muss man auch zugeben. Wir haben auch nicht mehr als ein zweiter, dritter überhaupt Scheibe oder Druck, überhaupt Druck gemacht. Oder wir werden so viel außen umgespielt. Und dann gegen so eine Mannschaft, das ist nur so, die können gut spielen, besonders wenn die in Führung kommt und dann taktisch stehen. Und da hat wir gesehen, da hat wir auch gesehen, dass wir hat viel zu lernen, eine Spitzenmannschaft zu lernen, dass wir einen langen Weg vor uns haben und dass man nicht ohne harte Arbeit bekommt. Und ich finde, ich muss das ehrlich sagen, ich finde, dass wir mehr als ein paar Spieler hat so wenig die Zweikämpfe angenommen. Das muss ich ehrlich sagen. Das hat wie so viel raus und um gespielt. Und wenn ein paar Spieler nicht sehr aggressiv spielen oder sehr druckvoll spielen, glaube ich nicht, dass die. Dann bekommen wir auch nicht, was wir brauchen. Und das ist ein bisschen Druck und ein bisschen längere Angriffe, die sind so kurz, so viele Scheibenverluste um blaue Linien und dann wird man auskontert. Ich finde, das war ein Beispiel, das 3-0, der Gegner kommt 3 gegen 1. Das darf nicht passieren von mehr oder weniger von eigener blauen Linie. Also da muss man fragen, wo welche Urlaubsreise der Rest gebucht hat. Aber ich habe das in Vorschau gesagt, dass irgendwann kommt Schwenningen und die hat heute sehr gut gespielt. Ich habe nur gehofft, dass wir dem trotzdem mehr unter Druck setzen, aber das war nicht so heute. Nur, dass so davon zu lernen und bereit sein, Sonntag wird kein anderes, aber dann muss wir ein ganz anderes Defensiv zeigen. Danke. Es gibt mit Sicherheit Fragen an Gunnar. Okay, nur zu zweit. Gunnar, diese Phase um die 30. Minute mit euren drei Überzahlsituationen, war das die einzige ernsthafte Phase im ganzen Spiel, wo ihr das Spiel hättet vielleicht drehen können und vorher nicht und hinterher im letzten Drittel sowieso nicht? Siehst du das genauso? Ja, wir könnten das Spiel, das ganze Spiel gedreht, aber das war eine einzige Druckphase, wo wir richtig hatten. Ich meine, wir könnten, wollten,
aber er hat das nicht. Oder wir könnten nicht, möglich wollten wir das. Aber ich meine, das war ein bisschen unglücklich. Wir waren ein bisschen passiv, wir waren ein bisschen nicht bereit, dass wir so schnell unter Druck. Und man muss sagen, die beiden ersten Tore waren auch ein bisschen unglücklich. Das hat mit Sicherheit uns mehr verunsichert und Svenningen nur mehr hat Sicherheit dann gesagt. Eigentlich müssen wir so anfangen gegen Schwenningen, aber heute hat es ausgesehen, dass wir sind mit dem Bus gekommen, muss ich ehrlich sagen. Okay, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann so als statistisches Hinweis heute, die Begegnung haben 2517 Zuschauer besucht und die Auslosung im Pokal hat ergeben, Frankfurt gegen Hannover, Peiting gegen Bietigheim, Bad Nauheim gegen Bremerhaven und Landshut gegen Rosenheim. Dann bleibt nur noch unseren Gästen eine schöne Heimfahrt zu wünschen und viel Glück am Sonntag. Danke, danke.